So, okay. Dann schauen wir mal. Jefim ist im Kühlraum. Hier hatte doch irgendjemand eine Fressattacke. Wer war das? Achso, er ist ein Vielfraß. Okay. War das schon die ganze Fressattacke? Sucht er Nahrung oder? Hier ist keine Nahrung. Ah, da. Siehst du, sogar der mit der Fressattacke kann das. Der mit der Fressattacke kann sich an den Tisch setzen zum Essen. Okay. Muss deswegen nicht groß Bohai machen. Bäume anpflanzen. Recurve-Bogen. Machen wir mal das Billigste zuerst. Muss ja irgendwann mal erfunden werden. Siehst du, Kerstin ist ein Ambrosia. Kerstin, 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 Kerstin. Entspannt sich mit anderen. Okay. Das ist der viel bessere Speiseraum hier scheinbar. Das hier ist ziemlicher Quatsch. Scheinbar. Die sind hier immer noch. Die ganzen Pflanzen sind hier noch. Haben die sich schon ausgebreitet? Nee, nicht. Gut. Was wir machen könnten, ist, wir könnten gucken, was für Steine wir gerade haben. Immer noch Schiefer. Und dann könnten wir hier so Fahrtwege machen aus Schiefer zwischen den Feldern und hoffen, dass das dann verhindert, dass die anderen Felder mit den wichtigeren Pflanzen sich anstecken hier. Kostet natürlich super unnötig Steine, aber so, wie ist eigentlich unsere Mauer? Wie geht's da eigentlich weiter? Oh, die ist ja fast fertig. Das ist ja cool. Da sind Bauteile. Fress das Faulige. Die haben auch keine gesundheitlichen Folgen dadurch, oder? Nee, keine Beeinträchtigung. Cool. Ja, das hilft nicht nur bei hier zum Beispiel Brandausbreitung und sowas, diese Steinwege, sondern die können auch tatsächlich darauf schneller laufen. Und ich merke gerade, ich habe den Hintergrund noch überhaupt gar nicht ausgeschaltet. Ich rede schon 4 Minuten und ihr seht gar nicht, was ich mache. Okay. Ja, haken wir das mal unter. Es gibt ein erstes Mal für alles ab. Also, wie gesagt, die Tiere hier fressen immer noch an den faulenden Pflanzen, die allerdings immer noch da sind und wie gesagt, hier unsere wichtigeren Pflanzen, wie zum Beispiel diese Heilpflanzen, anstecken könnten. Darum haben wir hier jetzt Steinwege geplant, auf denen die Leute auch schneller laufen. Bench ist im Arbeitsrausch. Er wird schneller arbeiten. Sehr gut. Super Stimmung. Gute Laune. Okay, hier könnten wir auch noch ein paar Wege hinmachen. Wie viel Schiefer haben wir noch? Gar keinen mehr. Okay, gut, dann lassen wir das erstmal. Und ja, ist das jetzt ein normales? Kann ich da jetzt eine Struktur hin tun? Immer noch nicht, nee.
Dauert nicht mehr lang, aber noch nicht. Aber hier, das ist fertig. Hier kann ich Fußboden hin tun. Und zwar ist das Sandstein oder Granit. Sandstein oder Granit. Versuchen wir mal Granit. Ah, endlich werden die Fallen fertig. Sehr gut. Was ist mit dem Nashorn? Können wir das zähmen? Kann Nunu das zähmen? Das ist durch die Fallen gelaufen scheinbar. Also die Fallen ja doch zu was gut. Forschung abgeschlossen, Recurve-Bogen. Okay, dann machen wir jetzt Psychoid. Okay. Tod in 5 Stunden. Das Nashorn wird verarztet. Hoffentlich hilft das beim Zähmen. Oh nein, Chinchilla hatte aufgrund des Hungers... Ach, die können das gar nicht essen, scheiße. Ah, die werden dadurch nicht vergiftet, weil sie das überhaupt gar nicht essen können. Und ich lasse gerade meine Tiere verhungern, weil sie hier rumlaufen, wo sie nichts essen können. Super. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Okay, dann mal wieder zurück zu den Tiere sind hier. Jetzt Chinchilla-Fehlgeburt. So eine Scheiße. Ah, da denkt man, man ist schlau und dann ist man stattdessen ausgesprochen dämlich. Super. Junghände kann wieder laufen, ja super. Was ist mit unserem Nashorn? Prozent Bewusstsein. Bevor wir versuchen, das Nashorn zu zähmen, werde ich aber sicherheitshalber abspeichern. Cool. Guck dir die ganzen Scheißhühner an und die Küken. Ja, dann müssen wir, glaube ich, den Nussi mal ein bisschen auf die Felder zwingen, so wie das aussieht hier, Nussi-Gärtner. So. Paul, Ratsvorsitzender der Fraktion, hat uns informiert, dass wertvolle Waren in einem Gesamtwert von 660 in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Recon-Helmen. Nee, interessiert mich nicht. Wie geht's dem Nashorn? Immer noch extremer Blutverlust. Sind die ganzen Hühner hier schon weg? Ja. Das ist super. Es ist jetzt ein extrem eindrucksvolles Filmzimmer hier. Können wir hier noch eine Skulptur reinstellen? Zum Beispiel hier
Parabel. Mein Exzellent. Die könnten wir auch hier hinstellen. Ne? Also die Leute, die im Zimmer sitzen und die Leute, die hier kochen auf der Seite. Vermutlich fröhlicher gelaunt. Küche ist schon sehr eindrucksvoll, okay. Extrem eindrucksvoll. Oh! Was fehlt hier, sind die Stühle für die Dingens-Gedöns-Dinger. So. Hier haben wir welche, ne? Ja. Wird wieder die Ernte eingefahren. Ach ja. Jetzt können wir hier aber eine Mauer bauen. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wie sieht es hier unten eigentlich aus? Hier war doch auch noch eine Stelle, wo gepumpt werden musste. Das ist noch gar nicht weiter, okay. Hier oben auch nicht wirklich, okay. Okay, okay. Ganzen Eier hier, da. Das könnten alles Hühner sein. Alles Grillhähnchen. So, können wir den neu montieren? Bäume anpflanzen. Zack. Gehen jetzt einfach der Reihe nach von den von den billigsten Erfindungen durch. Carsten guckt fern. Die Lampe mal hier, dann stört die nicht beim Fernsehen. Warum haben wir immer noch hungernde Tiere? Habe ich die nicht eingestellt, dass sie woanders hingehen sollen hier? Sind die immer noch auf... Ah ja, mein Fehler. Okay. Aber wir haben die anderen Felder nicht angesteckt. Das ist das Gute dabei. So, jetzt sieht das in etwa schon so aus, wie ich das haben wollte zu Anfang. Innen haben wir auch keine Holzwände mehr, bis auf das hier, ne? Ja. Die sind gerade alle abgeerntet, das heißt, hier könnten wir mal die Gunst der Stunde nutzen und das alles erneuern. So, was haben wir denn jetzt gerade übrig für Steine? Granit immer noch, okay.
Sehr gut. Muss das auch weg. Ja, dann müssen wir langsam leider an die Schlafzimmerwände hier. Haben wir immer noch Granit? Ja, so ein bisschen haben wir noch. Vielleicht reicht's für diese Wand. Cool. Oh, haben wir keinen Granit mehr. Das ist natürlich ätzend. Dann müssen wir halt. Das ist zwar super teuer eigentlich, aber dann bauen wir die Wände halt aus Stahl. So, sehr gut. So, jetzt haben wir fast alle Holzwände entfernt und gegen bessere Wände, die nicht brennen, ausgetauscht. Das ist sehr gut. Hier noch Holzwände, hier ist noch ein bisschen Holzwand, ja. In Nussis altem Zimmer. Und hier vorne natürlich noch. Direkt da, wo der Blitz einschlagen kann. Stahl? Ja, wir haben noch jede Menge Stahl. Sehr gut. Warum haben wir immer noch hungernde Tiere? Oh! Das dürfte angebaut werden, aber irgendwie baut keiner irgendwas an, scheinbar. Komisch. Nussi, was machst du? Funktioniert nur bei Pflanzen, die geerntet werden können. Aha, okay. Oh nein, Carsten ist nicht mehr inspiriert.
Wir hatten Hitzeschlag, Heiko und Jefim. Okay. Das können wir beheben. So, Jefim, Heiko, zack. Prop, zop. Ja, super. Wo ist der Jefim? Toll, das bringt sehr viel hier. Nussi, könntest du bitte wieder Pflanzen pflanzen? Wäre das möglich? Also, er ist schon dabei. Gut. Vielleicht brauchen wir einfach Kakao, Langbögen oder Teppich herstellen. Ich glaube, Kakao klingt gut. So, ich glaube, wir müssen mehr Leute auf die Felder schicken, sonst gehen uns die Tiere ein. Ah, siehst du. Die sind weg. Können wir hier anbauen. Kartoffeln. Ich glaube fast, das war's. Oder? Habe ich hier noch irgendwas, was keinen Fußboden annimmt? Ist die Frage, was lege ich da jetzt hin als Fußboden? Wir finden gerade Kakao, ne? Wir könnten Teppichherstellung erfinden. Könnten wir überall Teppichböden hinlegen. Naja, machen wir erstmal Kakao. Beziehungsweise erstmal müssen wir hier Sachen pflanzen. Habe ich das Nashorn jetzt gezähmt? Nee, aber das läuft schon wieder hier rum. Speichern mal. Nur für den Fall, dass das Nashorn irgendwann uns ärgern will. So. Also hier fehlen noch Steine. Hier könnte man mal. Ist aber immer noch nichts fertig. Hm. Da könnte man eine Killbox bauen. Hier zum Beispiel. Wenn ihr da reingeht, machen wir hier auf, damit er hier direkt in den Radius, oder besser hier, damit er in den Radius von den beiden kommt. Ja, kann man machen. So, brauchen wir vielleicht noch mehr Unterhaltungsgedöns. So, hier so ein Pokertisch zum Beispiel, für den uns Holz fehlt. Oder so ein Billardtisch, für den uns auch Holz fehlt. Also der Billardtisch würde reinpassen und alleine, weil der Billardtisch reinpasst, würde ich sagen, stellen wir ihn hier rein. Schieben das alles noch mal ein Stück zur Seite hier.
Sehr gut. Dann können wir hier diesen Fußboden mal rausnehmen, weil Holz ist nicht wirklich schick. Zumindest nicht in diesem Spiel. So. Marmor. Also vielleicht können wir hier den Rest Marmorfußboden machen. Gucken wir mal. Das geht. Und sieht man Kalksteinblöcke, Simon. 20 haben wir davon auch noch. Aha, die beiden fehlen also noch. Liegen die im Radius? Ja, das nächste Mal, wenn er sich ausbreitet, werden die beiden dann auch bebaubar. Was mit dem Feld hier? Brauchen wir den noch? Ja, für den hier. Ah, ja, das, man sieht immer, dass wenn die so leicht grün sind, dann kann man darauf nicht bauen, weil das dann sumpfig ist. Und so ganz haben wir das hier noch nicht fertiggestellt. Also muss das noch so bleiben, wie es ist. So. Könnte hier noch, haben wir noch Strom? Ja. Haben wir noch nicht mehr so viele Bauteile. Aber man könnte ja hier noch sicherheitsmäßig noch auf jede Seite so einsetzen. Am besten so. Wenn die dann da durchkommen, dann werden die gleich beschossen. Wenn die sich durch die ganzen Fallen quälen konnten. Okay, aber ja gut. Tut mir leid, dass der Anfang dieser Episode nur ich vor dem Hintergrund war. Beim Faseln. Aber jetzt sind schon wieder eine halbe Stunde um. Und deshalb sage ich bis zum nächsten Mal. Und drück die Glocke und den... keine Ahnung, Kürbis oder was auch immer jetzt dran ist und abonniert diesen Kanal und schreibt Kommentar. Bis später. Ja, und fröhliche Halloween, wenn wir nicht jetzt schon zu spät sind damit. Weiß ich nicht. Bis denn.